Bus ist heute hier, wie sich das gehört. 60 Jahre Grundgesetz, 40 Jahre Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung, 20 Jahre Mauerfall, 0 Jahre Volksabstimmung. Als die Bundesrepublik gegründet wurde, das war ja 1949, da war ich 4 Jahre alt. Also insofern bin ich von Anfang an dabei. Ich bin mit Konrad Adenauer groß geworden und habe auch diese frühen Bundestagsdebatten irgendwie noch im Ohr. Ich würde sagen, das Niveau ist immer mehr gesunken. Naja, also wir sollten jetzt heute bei 60 Jahren Bundesrepublik Deutschland nicht an die Volksabstimmung denken, was weiß ich nicht. Heute sollte gefeiert werden und zwar mit gutem Grund. Diese Republik hat hier in Bonn begonnen und deshalb ist es, glaube ich, eine gute und richtige Traditionsfeier, sich heute hier im alten Plenarsaal zu versammeln. Und da wollen wir mal nicht rummäkeln, sondern wollen uns ein bisschen freuen. Ja, ich glaube, in der Schweiz ist die direkte Demokratie seit langem fest verankert, ist auch ein wichtiges Instrument geworden zur Meinungsbildung, zur politischen Mitbestimmung, ein Element auch der Opposition, des Korrektivs und von daher nicht mehr wegzudenken aus unserem System, glaube ich. Es wird manchmal etwas langsamer träger dadurch, aber manchmal kann man auch vielleicht Fehlentscheide oder zu schnelle Entscheide dadurch korrigieren oder verunmöglichen. Ja, überall da, wo man direkte Demokratie eingeführt hat, hat sie sich bewährt. Ich glaube, dass das Volk genauso klug ist wie die Vertreter, die das Volk regelmäßig in den Bundestag wählt. Deshalb habe ich immer dafür gekämpft, wir Grünen dafür gekämpft, dass die direkte Demokratie in die Kommunalverfassung kommt, in die Länderverfassung. Und wir finden, sie gehört auch ins Grundgesetz.